Ja, dann schicken wir euch mal hoch. Wow, was ist das denn für ein Anführer? 25, der Antimus. Wo kommt der denn her? 25 Punkte. Ist eigentlich unser Sohn jetzt? Müssen wir schon eine Meldung bekommen haben. Unser Sohn ist noch nicht erwachsen. Jahre. Oh, jetzt hat er auch noch selber einen Bauernaufstand. Wir fordern, dass ihr eure Pflicht nachkommt. Bitte folgt diesem Ruf zu den Waffen gegen Lecci von Walisischer Revolte. Oh, das haben wir davon, weil wir ein Bündnis eingehen. Eine Ablehnung würde uns 8000 Prestige kosten. Das Bündnis würde brechen. Und wir werden Bündnisbrecher. Ja, wir akzeptieren mal. Hä, da kommst du doch alleine zurecht. Mit den 2500. Ah, da hat er auch nochmal welche. 4000. Ja, wird schon ein bisschen knapp dann. Vor allem, wenn die jetzt so abgefangen werden. Da tut er sich wahrscheinlich schwer. Wir fahren mal mit den 14 hier hoch. Wir fahren mal mit den 14 hier hoch und statten denen einen Besuch ab. Ich wollte ja schon immer mal nach London. 5000, 8000. Oh, 121 Schiffe hier oben. Das müsste eigentlich reichen, wenn wir mit denen hier oben ankommen. Vielleicht gleich mal hier irgendwo landen. Gut, 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 gut. Na, hier jetzt schon komplett konvertiert. Vorhin kam da eine Meldung. Nee. Da ist noch nicht komplett konvertiert. Das schafft er doch alleine, da bleibt ja gar nichts mehr übrig für uns. Der Bauernaufstand in Schwaben ist schon wieder vorbei, das heißt, unsere Truppen können wieder... Ich parke die mal hier irgendwo, die können wieder zurückfahren. Das schafft er ja komplett alleine. Neue Technologie? Ja, da brauchen wir nicht hochfahren. Wo sind denn unsere Schiffe jetzt? Wieso ruft er uns denn da jetzt? Also wenn du das jetzt noch verspielst, dann bist du aber selber schuld. Oh, und jetzt kommt es wieder drauf an. Jetzt können wir unserem Sohn Ehrgeiz geben. Wir könnten ihm fleißig geben. Wir würden gestresst bekommen. Geduldig. Wenn wir ihm geduldig geben, dann sind wir für 5 Jahre minus... Oh, das finde ich auch ganz gut. Für 5 Jahre minus 2 bei Intrigue und Diplomatie, Verwaltung und Bildung. Das können wir uns leisten. Dafür bekommt er geduldig. Wobei fleißig noch um einiges besser wird. Okay, wir machen mal das hier. Wir bekommen gestresst. Ist okay. Dafür bekommt unser Sohn dann bessere Werte. Schaut euch das mal an hier. Oh Mann. 18 Bildungspunkte hat er schon. Wir müssen halt schauen, können wir uns selber irgendwie gestresst rausnehmen? Geht leider nicht. Wir können eine Tugend lernen. Er könnte 50% Chance, dass er wohltätig bekommt, unser Sohn. Oder dass er bescheiden wird. Hat er das nicht schon? Nee, hat er noch nicht. Dann machen wir das. Wir lehren unserem Sohn eine Tugend. Und was hat er bekommen? Bescheiden hat er bekommen. Gut, nochmal ein positives Merkmal. Schön.
Und hier unten haben wir jetzt quasi genau komplett ausgerottet und wir bekommen 100 Goldstücke. Dann setzen wir dich gleich wieder weiter. Vielleicht sollte ich mich immer hier auf die Hauptstädte konzentrieren, dass die dann von sich aus den Glauben verbreiten. Nicht die Grafschaften. So, was ist los mit dir hier oben? 3000 sollte auch funktionieren. Ja, da brauchen wir gar nichts machen. Das schaffst du alles alleine. Ich fühle mich besser. Wir haben die Ruhe zum Teufel gejagt. Kreischende Pfeile. Euer Protostrator schickt euch die Auswertung der von euch finanzierten militärischen Tests. Nach fernöstlichem Vorbild wurde ein Pfeil mit eigenem Antrieb erprobt. Einmal entzündet, schossen diese Pfeile mit einem schrillen Kreischen durch die Luft und explodierten beim Aufprall, wobei sie diverse Nutztiere töteten, die man als Übungsziel einsetzte. Trotz der etwas zweifelhaften Zielgenauigkeit und ihrer Anfälligkeit für schlechte Witterungsbedingungen ließen sich wichtige Erkenntnisse aus den Tests gewinnen. Können wir eigentlich jetzt schon mal hier, Bau geht noch nicht, aber bald, dann können wir in den Bau investieren und dann können wir auch wieder weiter aufrüsten. Sehr schön, sehr schön. Oh ja, wir warten auf alle Fälle ab, bis wir die Militärorganisation aufrüsten und den Bau aufrüsten können. Das sind nicht mehr allzu viele Punkte. Wir bekommen aktuell knapp 2 Punkte und hier knapp 3 Punkte pro Monat. Schon wieder komplett konvertiert hier. Komplett konvertiert. Setzen wir dich mal hier rein. Ah, können wir noch nicht. Da war er viel zu schnell. Wann können wir dich wieder setzen? 1. Februar erst. Eine Armee aus Vertriebenen werden ausgehoben. Da kommt wieder was auf uns zu. Wie lang braucht ihr hier oben, bis das hier abgeschlossen ist? 82% zugunsten von Despoten. Das ist schon mal sehr gut. Und meine Gattin ist schwanger. Die Gattin mit dem schwarzen Schleier. So, unser Sohn müsste jetzt bald. Geh mal kurz zum Friseur. Der Bart gefällt mir nicht mehr. Oh, den finde ich super. Ein etwas legerer Bart. Der ist aktuell am 8. November. Einem Jahr ungefähr wird er 16. Wir haben keinen Regenten mehr. Ich dachte, das wäre meine Frau gewesen. Ein Bauernaufstand schon wieder. In Surrey. Surrey ist hier oben, 3900. Ah, jetzt müssen wir doch hier hochtuckern. Jetzt habe ich gerade eben... Ah, gut, die Schiffe sind noch da. Dann bringen wir euch mal eben hier hoch. Dann geht's heute doch noch nach London, Mensch. Schön. Er kommt zurecht alleine. 81% hat er. Da hätte er unsere Hilfe gar nicht gebraucht. Prozent. 1045 haben wir jetzt. Jahreszahl. Das wird so dermaßen knapp. Ich glaube fast, wir schaffen es nicht. Ich bin da etwas pessimistisch jetzt. Es wird 1000, sagen wir mal 60. Es reicht nicht. 1070, wenn wir den großen Krieg starten können. 1070. Dann haben wir 1080, 10 Jahre. Machen wir 1090 und dann müssen wir wieder, dann haben wir 1120, bis wir wieder auf Null sind und für den nächsten Krieg starten. Vielleicht doch. Positiv denken, positiv denken.
Positiv denken. Wichtig. Wir bekommen schon wieder Kohle. 1000 Goldstücke. Jetzt hat er schon drei Krieger an der Backe. Ach so, da ist einer, da ist unserer auch mit dabei. Vom Bauernaufstand. Schön. Oh, jetzt haben wir nichts mehr in der Pipeline zum Bauen. Ein neuer Sohn. Sehr schön. Können wir dich schon verrücken? Wollte ich ja eigentlich hier hochsetzen. Ja. So, die Männer sind angekommen. An die Flanken und reinspaziert, nachdem die Moral aufgestockt ist. Der Vukan heuert Männer an. Okay. Müssen wir wegen einer Schlacht müssen wir hier rüber tuckern. So, hier oben ist immer noch nichts entschieden. Was macht der denn die ganze Zeit? 85%. Wir erhalten wieder mal Kohle. Wir können uns ja vor Kohle gar nicht mehr retten jetzt. Oh, und da ist er erwachsen geworden. Ein prächtiger Bart. Schlechte Werte, stolz und wahnsinnig hervorragend. Shit. Wieso? Wieso ist es mir nicht vergönnt, mal einen normalen Nachfolger zu haben? Ausgezeichnete Resultate. Dafür ist ein charismatischer Verhandlungsführer. Oh, da können wir noch was entscheiden, dass er ehrgeizig erhält. Oder willkürlich. Ah, ist ja wie Pest und Cholera. Mach mal ehrgeizig. Wir haben die Ambition erfüllt. Was macht er denn jetzt? Ist er gleich irgendwo eingetreten? Also, wahnsinnig ehrgeizig und stolz. Können wir denn hier... Oh, ihr wisst das, Prinz? Wer hat ihm den Namen gegeben? Theo, ich nenne den jetzt einfach mal Theo, ein sündhafter Mensch ist. Daher könnt ihr spirituelle Weisung erteilen, damit er eines seiner Laster aufgibt. Verliert die Eigenschaft Stolz, das ist doch schon mal was. Mach mal. Für unseren Sohn machen wir da alles. Wahnsinnig ist die Frage, werden wir ihn nicht austreiben können, aber dann spielen wir halt einfach mal mit einem wahnsinnigen Herrscher. Was mit dir, der führt Truppen an. Ich würde den aber schon ganz gern. Ich würde den schon ganz gern hier einsetzen. Damit er mich ein bisschen lieber hat, der Kollege. Was können wir denn noch für Ambition wählen? Nur noch Garant der Reichsentwicklung, das passt. Aktuell 5 Jahre keinen Krieg führen. Und wir erhalten dafür einen Verwaltungspunkt. Und alle Provinzen einen Wohlstandsschub. Dann machen wir das. Sehr gut. Ja, verheiraten braucht man jetzt noch nicht unseren Sohn. Können wir noch ein bisschen warten. Oh, jetzt ist vorbei. Jetzt ist hier oben vorbei. Was ist mit meinem Vasallen passiert? Der ist jetzt hier weg. Okay. Aber dann müsste er ja auch hier draußen sein. Wir gucken mal. Holstein, da ist er. Also. Adrian, der Alte, du wirst jetzt zugeordnet hier. Dann sind wir hier oben bei den Vasallen auch wieder im Rhein. Jetzt hör mal auf, Truppen anzuführen, Mensch.
wenn ich dir einen Titel geben will. Nach 100 Jahren im Königreich Griechenland wird Herzogtum Krim nicht länger als die Jure Teil von Königreich Chasaria. Oh, das heißt, die Krim gehört jetzt die Jure mäßig zu Griechenland. Guck an. Hier oben. Okay. Na gut. So, Abenteuerbedrohung am 2. September 1047. Das ist ja bald in einem Jahr. Das ist auch irgendwie ein seltsames Ereignis. Ne? Man hat ja hier keine andere Möglichkeit, außer die Dame zu verbrennen, weil das die besten Punkte gibt, wenn man jetzt nicht rollenspielmäßig was macht. Wenn man sie in den Kerker schmeißt, dann ist sie halt einfach nur weg. Und wenn man sie freilässt, dann steigt das Revoltenrisiko. Man würde Kulturtechnologiepunkte bekommen, aber ganz ehrlich, nee, das ist es mir nicht wert. So, wir schauen mal, was wir noch bauen können. Die Flotte können wir wieder einstampfen. Also, wo können wir noch was bauen? Ich finde das so gigantisch, dass wir einfach nicht wissen, wohin wir unsere komplette Kohle schmeißen sollen. Das ist einfach nur Wahnsinn. Kein Krankenhaus. Wir haben hier drüben ein Krankenhaus gebaut. Wir haben hier ein Krankenhaus und wir haben hier eins. Dann könnten wir hier auch noch eins bauen. Dann haben wir die drei Provinzen, die Krankenhäuser vollgesetzt. Und dann sind wir doch einigermaßen geschützt, hoffe ich mal. Steuereinnahmen, sehr schön. Immer her mit der Kohle. Gut, Rom können wir auch noch ein bisschen ausbauen. Würde ich fast sagen. Rom. Ich meine, wieso nicht? Handelsposten könnte man theoretisch auch ausbauen. Okay, dann machen wir doch durch das. Dann haben wir ja hier in Konstantinopel auch. Ah, sehr gut. Gut. Dann spenden wir noch ein bisschen was. Er hat hier oben schon wieder konvertiert. So, hier haben wir in der Mitte einfach so, erscheint hier ein Fleck, ne? Wo einfach mal wieder Katholizismus ausbricht. Nee, Ketzerei ausbricht. Doch, katholisch. Und wir verlieren zynisch. Gut. Wir lassen mal wieder ein Bild zeichnen. Hier oben haben wir Blattern, hier haben wir schleichendes Fieber. Bei uns zu Hause sieht es gut aus. Hier unten ist die Maser ausgebrochen.
Ist die Masern ausgebrochen? Sind die Masern ausgebrochen? Lagerfieber? Pest ist offenbar überhaupt kein Thema mehr. So, können wir denn mit Polen vielleicht was machen? So, ganz Polen beanspruchen oder so? Ich meine ja nur. Also wenn so ein Anspruch hier irgendwo wäre, dann wäre ich geneigt, hier nochmal kurz Krieg zu führen. Wenn man als Nordmann spielt, hat man einmal im Leben, also eines Charakters, hat man die Möglichkeit, eine Invasion zu machen. Das würde ich mir auch wünschen. Und wir jetzt eigentlich, wir haben Römisches Reich, Reich von Frankreich, wir haben Griechenland, Königreich, Herzogtum Thrakien, Nikäe, Grafschaft, okay. Da sind wir noch nicht über dem Limit. Was ist überzeugt, dass jemand versucht, uns zu vergiften? Unser Sohn? Ich bin nur paranoid, das Essen ist gut. Verdammt. Hallo Greenie Games. Verdammt. Gesundheit plus 1 wieder. Bei Holy Fury, hallo Harvesting Season, bei Holy Fury müssen wir auf alle Fälle neu anfangen, weil ich denke mal nicht, dass sich das noch ganz gut mit dem Spielstand verträgt. Bei einem der Streams hat einer der Entwickler zwar gesagt, es kann funktionieren, er würde aber raten, auf alle Fälle einen neuen Spielstand anzufangen. Und der DLC kommt ja am 13. November raus, das heißt, wir haben jetzt noch gut 3 Wochen Zeit, damit wir das hier fertig machen. Ich gehe davon aus, dass wir diese Woche hier fertig werden. Mittlerweile zieht sich das Ganze schon ein bisschen, aber irgendwann müssen wir ja fertig werden. Von daher, wenn wir noch ein paar Tage streamen, dann funktioniert das schon. Die Aristokratie wurde eurer Schatzkammer hinzugefügt. Oh, wir haben noch ein Buch geschrieben. Das habe ich gar nicht mehr gedacht. Aristokratie. Wir haben ein Buch geschrieben. Tatsächlich, Meinung der Vasall plus 5. Also, was haben wir denn? Die Grippe. Die Grippe sollte jetzt nicht so dramatisch sein. Jawohl. Gut. Können wir hier schon... Führt immer noch Truppen an oder ist das ein anderer? Dann nehmen wir doch lieber den Loyalisten. Können wir noch was machen hier? Bis zum 26. Juni 1048 für 2 Jahre können wir hier kein neues Gesetz erlassen. Schade. Frage ist Kontrolle der Titelvererbung. Ne? Titel eines Vasallen können nicht an Personen, die einem fremden Reich angehören, vererbt werden. Ist ja eigentlich was Gutes. Ist doch eigentlich was Gutes. Dann dürften wir uns auch nicht mehr verloren gehen. Wir können das mal machen, oder? Wir haben hier 3 Loyalisten, die würden zustimmen. Mit uns sind es 4, also das müsste funktionieren. Das ist schön, Greenie Games, dass du aufpassen wirst und Deutsch lernen willst. Das ist schön. So, jetzt müsste eigentlich in einem Jahr erst die Abenteuerbedrohung kommen. Gut. Also wir haben jetzt noch 2, 3,
4 Reiche, die wir... Eine Revolte. Pause. Oh, genau, auch noch hier.